die Berliner sind da und wir sind aus einem Grund erst recht da, weil der Stefan hier angemeldet hat. Vielen Dank, Stefan. Wir sind immer da. Wir lassen uns auch nicht spalten. Und wir haben wohl live mitbekommen, was hier in Wittenberg passiert ist, was bei uns in Berlin passiert ist, was mit uns passiert ist. Und wir bleiben dabei, wir sind die Kritiker der Kritiker. Aber wir haben jetzt das neue Jahr. Und wer jetzt nicht endlich aufwacht und seinen scheiß Arsch von der Couch hebt, mit den Einschränkungen, alles was ab 1. ab Januar 2024 hier in unserem Land passiert, ab heute, nennt mir bitte jemand eine Steuer, ein Ding, was günstiger wird dieses Jahr, ab jetzt. Ich weiß nur, und ich habe Listen im Auto, ich habe Listen im Kopf, was alles teurer wird. Und genau deswegen schwenken wir wieder um. Und da gehört der Stefan mit dazu, da gehören alle mit dazu, die auf der Straße sind. Und da nenne ich immer alle, die auch in Berlin auf der Straße sind. Und wir verstehen uns sicherlich nicht alle. Aber wir alle sind seit fast oder über 4 Jahren auf der Straße. Alle. Ob sie sich gestritten haben, ob sie sich teilen lassen haben, ob sie sich irgendwas. Und jetzt kommen welche. Und sorry, dass das wieder Kritik ist, aber ich möchte es ja nicht. Wir haben uns auch mit Bauern unterhalten. Wir waren mit einem Beobachter live an dem Abend, wo die Demo in Berlin war, in Berlin unterwegs. Und die meisten, 70%, 75% der Bauern haben nach der Veranstaltung der Polizei schön zugehört, steigt in euer Traktoren und fahrt wieder weg. Was haben sie gemacht? Sie sind in ihren Traktoren gestiegen und sind weggefahren. Genau das, was wir 2-3 Mal schon in Berlin erlebt haben. Und ich bin jemand, der live dabei war, der von den Bauern weggescheucht wurde und mit Polizei gedroht wurde. Björn Winter alias Björn Banane wurde vom LKW geholt und wurde mit Schlägen gedroht damals, wo wir eigentlich nur mit den Bauern ins Gespräch kommen wollten, dass sie endlich auf unsere Seite kommen mit allem, was passiert. Und sie können nur auf unsere Seite kommen mit den Menschen zusammen, die hier jeden Montag, jede Woche in ganz Deutschland auf die Straße gehen, wenn sie kapieren, was hier passiert. Es hat nicht in erster Linie damit was zu tun, dass irgendwelche Agrar-Biodiesel wieder subventioniert oder nicht subventioniert wird. Es hat nichts damit zu tun, mit den Agrarflächen, die brach liegen müssen. Die Bauern kriegen unmoralische Angebote. Photovoltaik, wir haben uns mit Bauern unterhalten, die an dem gleichen Abend noch umgedreht sind und wieder nach Berlin gekommen sind. Und diese Bauern, die 40, 50 Traktoren mit den Bauern, die da waren, und das ist der kleine oder feine Unterschied, das sind Einzelunternehmen, das sind Familienunternehmen, die kämpfen. Die sind jeden Tag fast 20 Stunden auf den Feldern. Und dann gibt es die, die den Bauernverbänden angehören, die dem LSV angehören, die großen Firmen, denen interessiert das ein Scheißdreck. Die sind nur wegen ihrer Sache unterwegs. Und das müssen auch die Bauern, müssen das endlich kapieren. Und ich komme doch nicht, liebe Leute, wenn wir das überlegen, wir sind jede Woche auf der Straße und wollen etwas verändern. Und die Bauern kommen nach Berlin und sagen, so, wir haben jetzt mal einen Antrittsbesuch abgelegt und wir kommen am 8.1. wieder. Liebe Leute, das ist genau das Gleiche, als wenn ich in die Bank gehe als Bankräuber und sage, legt mir mal das Geld bereit, ich komme nächste Woche wieder und hol es mir ab. Bitte. Ich habe am 31.12. in unsere Kanäle in Berlin eine sogenannte, ja, kleine Ansprache reingesetzt und habe direkt Anthony Lee vom LSV angesprochen. Und der soll mir bitte darauf eine Antwort geben. Er ist CDU-Kommunalpolitiker, er ist LSV-Präsident und er spricht und framet genauso wie der Öffentlich-Rechtliche. Wir sind gewaltfrei, wir sind friedlich, wir haben nichts mit Pfefferspray zu tun, wir haben nichts mit Gewalt bei der Polizei zu tun. Wirklich? Guckt 3 Tage später. Was ist 3 Tage später passiert in einem Bundesland, wo der Trecker, besoffener Fahrer, einen Polizisten umgefahren hat, eine Henke tot gefahren hat und. Da war die erste Gewalt, sie haben sie gemerkt. Die Exekutive interessiert das nicht. Die setzen Pfefferspray ein, holen ihn da runter und dann gibt es Anzeigen, so wie in Berlin. Der Bauer, der den Häcksler eingesetzt hat auf der Straße des 17. Juni, der hat Strafanzeigen bekommen. Der hat gleich Geldstrafen bekommen. Und manche Bauern waren da und haben für ihn gesammelt. Also liebe Bauern, liebe Menschen, weil das sind auch nur Menschen. Ich rede mit den Worten von Ralf Bühler. Wir sind alles Menschen. Wir müssen versuchen, zusammenzuhalten. Alle. Uns geht es hier nicht um irgendwelche Berufsgruppen. Uns geht es um die Menschen. Wie weit wollen wir uns noch versklaven lassen?
versklaven lassen. Wie weit sollen wir noch zum gläsernen Menschen werden? Die Beobachtung, die aus Sicherheit Beobachtung, nimmt doch immer mehr zu. Und jetzt ab 1.1. kommen Dinge auf uns zu, die wir alle in der Lohntüte merken und die alle in unserem Leben weiterhin merken. Wäre es so wichtig, was hier passiert ist, auch gestern in Berlin, die Silvesternacht, würden Politiker jetzt schon im Bundeskanzleramt sitzen oder im Paul-Löbe-Haus und würden darüber beratschlagen? Maggie, gebe ich weiter. Würden Krisengespräche Danke. Machen. Sie interessiert es nicht, sie sind im Urlaub. Sie sind im Urlaub, weil alles so läuft, wie sie es gerne haben wollen. Wenn wir sagen Nein, dann ist das Nein. Aber mit allen Themen, wo ihr alle, wo wir alle, wo die Menschen seit über 4 Jahren auf der Straße sind. Und da hat verdammt nochmal dieses Corona-Thema mit zu tun. Weil Corona war der Anfang. Corona war der Film, der dort am 14.03.2020 begonnen hat. Und auch die umstehenden Polizisten wissen das, dass das der Startschuss war. Dort kam der Berg hoch und auf dem wird alles aufgebaut. Liebe Leute, auch Corona wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Schaut in die Statistiken. Die Statistiken sind jetzt raus. Diese scheiß mRNA-Impfungen sind bei unseren Kindern angekommen. Wir haben über Übersterblichkeit bei den Kindern, die exorbital ist. Wir müssen damit leben, wir müssen damit weiterkämpfen. YouTube, weil unsere kein Beratungsvideo. Kinder, unsere Jugendlichen sind unsere Zukunft. Und das, was dieses Land macht, ist hinter die Wand fahren. Wir haben so viel Schulden aufgebaut, dass dieses Land diese Schulden nie wieder abbezahlen kann. Und wer jetzt meint, ja, wir müssen ja Einnahmen generieren. Wie viel Einnahmen soll dieses Land noch generieren? Dieses Land hat vor 15 Jahren knapp 500 Millionen Euro an Einnahmen generiert. Wir sind jetzt Stand 23 bei über 1 Billion. Also wir haben genug Geld. Dieses Land erwirtschaftet genug Geld. Ihr alle, gibt Vater Staat das Geld zum Ausgeben. Und jetzt sind wir gefragt, mit unseren Ärschen zu sagen, hochzukommen und sagen, nein, hört auf, die Gelder sinnlos zu verteilen. Hört auf, die Gelder in der Welt zu verteilen. Hört auf, diese Gelder an irgendwelche Leute zu geben, die es nicht verdient haben. Unser Land ist wichtig. Deswegen haben wir vor 2,5 Jahren gesagt auf dem Alexanderplatz, Deutschland zuerst. Und die Blauen haben es übernommen. Aber wir stehen dazu. Wir sollten uns um alle Alten und um alle Schwachen kümmern. Um alle die, die nicht so viel Geld haben. Um unsere Alten, die immer mehr Flaschen sammeln gehen. Wir sollten unser Land zumachen. Und dann sollten wir vielleicht versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Und ich weiß vom Stefan, und wir haben auch Lösungen. Wir sitzen jede Woche und arbeiten an Lösungen, die man im Kreis und mit vielen schlauen Leuten durchziehen könnte. Aber jetzt kommt der eine oder andere, der sagt, na, dann präsentier doch mal Lösungen. Nein, ich komme mit Rudi Dutschke. Und der hat gesagt, Leute, warum soll ich euch mit Lösungen kommen, wenn 80% der Bevölkerung noch nicht mal die Probleme erkannt haben in diesem Land? Wir sehen es doch selber. Wir kommen aus Berlin, weil es uns wichtig ist. Und hier stehen 30 Leute. Ihr müsst nach dem Jahr, was wir haben, müssten hier 100.000 Leute stehen. Wir werden immer weniger. Schaut euch das Land an gestern am Silvesterabend. Millionen von Euros sind in die Luft gegangen. Also, ergo, verstehen es die meisten noch nicht, was hier in diesem Land los ist. Ihnen geht's gut. Der Kühlschrank ist weiterhin gefüllt. Es läuft alles. Warum sollen wir uns bewegen? Jeder muss es selber betreffen. Jedem muss irgendwas passieren, wo ihr sagt, jetzt reicht's. Und das ist das Problem. Dieser Plan, der hier durchgezogen wird, ist gut durchgezogen, ist sehr gut durchgeplant und er läuft. Er läuft ohne Ende und niemand interessiert es von den Oberen. Und hört auf, immer die Regierung zu nehmen. Die Regierungen sind nur Marionetten. Nur Marionetten, die Oberen ihre Pläne verwirklichen. Und wenn wir das nicht alle gemeinsam, egal was wir in einem oder anderen Thema für eine Meinung haben, verstehen, wo es hingehen soll, zur Versklavung, zum gläsernen Menschen, der WHO-Pandemievertrag ist auch wichtig. Wenn der im Mai beschlossen wird, dann werden wir alle sehen, was hier noch passiert. Die Kontrolle wird immer wichtiger. Sie wollen uns unter Kontrolle halten.
Und bitte, wir können kein Datum nennen, das wollen wir auch nicht. Aber unser Finanzsystem ist am Zusammenbrechen. Und genau das ist es, was Sie wollen. Wenn das zusammengebrochen ist, dann kommt die digitale Währung. Dann haben Sie uns unter Kontrolle. Denn 70-80% verstehen nicht, dass das Bargeld Freiheit heißt. Wenn das Bargeld weg ist, ist unsere Freiheit weg und Sie können machen mit uns, was Sie wollen. Schaut euch gute Dokumentation an, was in anderen Ländern los ist. Ja, und ich komme mit dem Beispiel China schon wieder um die Ecke. Schaut euch an, wie in China gelebt wird. Ich glaube nicht, dass wir alle, die in einem zivilisierten Deutschland aufgewachsen sind, so leben möchten. Wir sollten jetzt endlich das Erbe unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern weiterführen, das Land wieder auf die Beine stellen und für uns erstmal arbeiten und zusehen, dass diese Regierung wegkommt und dann Lösungen erarbeiten, wie wir es machen. Ob es mit einer freien Demokratie, anders gearteten Demokratie ist, aber so wie es jetzt ist, kann und darf es nicht weitergehen. Dann, wenn wir es so weitermachen, gehen wir einer unschönen Zukunft entgegen und das Jahr 2024 wird noch beschissener wie das letzte Jahr. Vielen Dank, dass ich hier reden durfte, Stefan. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr, ein friedliches Jahr und klärt weiter auf, ihr seid wichtig. Alle, die auf der Straße sind, müssen jeden Einzelnen aufklären, was hier los ist. Und bitte, bitte, wir müssen zusammenhalten, weil wir sind nur Menschen in erster Linie. Danke, Stefan.